Markus Binkeli, Netzpuls AG, wir bringen KMUs vorwärts. Wir sind Spezialisten für Marketing und Strategie. In dieser Serie zeigen wir euch verschiedene Sachen, die ihr eins zu eins mitnehmen und umsetzen könnt. Heute möchte ich zum Thema Neukundengewinnung etwas zeigen. Das Erste ist, wo fast jedes Unternehmen auch wieder reintappt, ist die sogenannte Zeitfalle. Die Zeitfalle ist so, dass wenn ihr ein Team habt von 3 Personen, habt ihr eine mögliche Produktivität von 100%. Angenommen, ihr fängt jetzt an zu akquirieren und akquirieren und akquirieren und dann schlägt ihr hier den Kopf an. In der Regel, was macht man? Man tut nicht mehr akquirieren, man tut keine Marketinganstrengungen mehr machen, die Auftragsbücher sind voll. Mehr Zeit hat man gar nicht zum Umsetzen. Wenn die Aufträge aber durch sind, was passiert? Es geht wieder zusammen. Zwar nicht auf Null, aber mich geht dort wieder zusammen. Also muss man da wieder akquirieren, bis man wieder den Kopf anschlägt und dann geht es wieder zusammen. Also wäre eigentlich das Ideale, wenn man Massnahmen hat, hier oben, die immer wieder wirken, wo man immer wieder weiterentwickeln kann und dass man hier eigentlich regelmässig Aufträge, Leads, Anfragen bekommt, dass man nicht so weit runtergeht, dass man vielleicht nur so weit runtergeht. Und unter uns Unternehmern wissen wir ja alle, man hat nie die richtigen Aufträge. Man hat immer etwas zu viel oder halt auch zu wenig. Aber trotzdem kann man eigentlich die Täler so ausgleichen mit dieser Zeitfalle. Und darum braucht es eigentlich das regelmäßige Marketing, das langfristig, langzeitig so auch tut euch helfen. Ein Instrument dazu ist, das ihr euch überlegen könnt, ist die sogenannte Akquise-Treppe. Wenn ihr neue Kunden sucht, ist es ja sehr oft nicht so, dass er einfach zack den Auftrag vergibt in diesem Sinn, sondern man muss sich das Vertrauen verdienen beim Kunden, man muss bei ihm mit ihm zusammenarbeiten, wo man so ein bisschen den ersten Auftrag machen kann, den zweiten Auftrag, bis eigentlich die Partnerschaft sich entwickelt. Und dort kann man sich so ein bisschen überlegen, mit welcher Treppe fängt man an, dass man da eigentlich die Kunden herbringt, auf der ersten Treppe, dass da die Anfragen kommen. In der Regel hilft es auch, dass man in seinem Gebiet als Experte positioniert ist. Eine Positionierung bedeutet aber, dass man im Markt für das Thema bekannt ist, einen sehr guten Ruf hat, das Vertrauen hat, dass die Leute dort auch weiterempfehlen. Wenn ich nachher mit dem ersten Angebot beispielsweise einsteigen kann, jetzt bei Netzpuls AG ist es so, dass ich sehr oft gute Bewertungen als Referent und Dozent habe. Also ist bei mir die erste Treppe Fachreferat zu verschiedenen Themen. Die Leute kommen an meine Fachreferate. Dort sehen sie dann, jawohl, das passt mit dem Markus Binkeli oder es passt halt auch nicht. Ist auch okay. Aber dann kann ich eigentlich dann die Kunden von hier auf die nächste Treppe entwickeln. Jetzt bei mir, bei diesen Fachreferaten, sind rund 10%, die eigentlich aus diesen Fachreferaten Kunden werden. Und von hier aus kann ich mir wieder ein Angebot überlegen, wie bringen sie von dieser Treppe zur nächsten Treppe. Dass sie eigentlich Kunden werden, sagen auch sogenannte Wiederholungstäter, dass sie regelmässig wiederkommen, immer wieder das Vertrauen haben zu mir und dass ich so die Unternehmungen weiterentwickeln kann. Und auch so kann man für jede Branche, für jedes Unternehmen kann man sich überlegen, wie sieht meine Akquise-Treppe aus, wie hole ich die Leute ab, dass sie bei mir den Einstieg haben bei der ersten Treppe, wie kann sie weiterentwickeln ins nächste Angebot, zur nächsten Treppe und wie kann ich eigentlich mit ihnen sogenannte Wiederholungstäter machen. Ein weiterer Punkt, den ihr euch überlegen könnt, ist der sogenannte Verkaufstrichter. Der Verkaufstrichter ist so, den ich sehr gerne empfehle, deutlich hinter sie überlegen. Man sagt dem auf Neudeutsch sogenanntes Reverse Engineering. Tut euch doch überlegen, in dem Angebot, das ihr pushen wollt, wie viele Kunden wollt ihr in diesem Jahr? Das bedeutet, wie viele Offerten müsst ihr dazu machen? Dann könnt ihr überlegen, wie viele Gespräche ich dazu machen, wie viele Leads machen und wie hole ich die eigentlich? Als kleines Beispiel, ein Kunde, das ist Treuhandunternehmung, die haben ja gesagt, sie wollen eigentlich wachsen, 5 neue Kunden pro Jahr dazu haben. Nachher haben wir daraus entwickelt, gut für neue KMU-Kunden zu bekommen, wie viele Offerten muss man machen. Dann sagt er 20. Also 20 Offerten, kann man auch wieder rechnen, wie viel Zeit brauche ich hinten dran, an 4 Stunden zum Beispiel, gibt
nur Anführungszeichen, 5 neue Kunden. Und dort kann man schon überlegen, wie kann ich die Offerte verbessern, dass ich nicht 20 Offerten brauche für nur 5 neue Kunden. Und dann haben wir das angeschaut und aus mangels Zeit hat man einfach die Offerten rausgelassen. Aber das Thema ist einfach, wie kann ich die Offerten gestalten, dass ich eine bessere Quote habe. Und von dort aus kann man auch überlegen, wie viele Gespräche. Jetzt bei mir beispielsweise für Marketingstrategien wollte ich dieses Jahr 20 neue Kunden generieren können. Ich habe das Glück, dass ich eigentlich auf den Offerten, die ich rauslasse, ist das Verhältnis fast 1:1, wo ich Kunden abholen kann, weil sie das Vertrauen zu mir haben, ich kann erste Lösungen bieten und vor allem sind es halt auch Lösungen, die den Unternehmungen etwas bringen. Und trotzdem, jetzt für kalkulatorisch, sage ich mir, sagen, jawohl, dann will ich in diesem Fall rund 25 Offerten können generieren. Und für die 25 Offerten, also richtigerweise, habe ich auch dort sehr gute Quote. Aber dann habe ich mir gesagt, brauche ich etwa 30 Gespräche, die ich führen will, für dass ich aus diesen 30 Gesprächen 25 Offerten generieren kann und 20 neue Kunden generieren. Und dann habe ich mir überlegt, okay, für die 30 Gespräche, wie viel Leads muss ich selber etwa nur für Marketingstrategien zu entwickeln bei meinen Kunden können generieren. Dort sind wir etwa auf 100 Leads. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie komme ich an die 100 Leads her? Und dort habe ich überlegt, oder bei meinen Kunden tue ich auch empfehlen, man muss sogenannte Kundenströme aufbauen. Ich tue immer empfehlen 3 bis 5 Kundenströme, weil dann muss auch mal einen verleiden, der halt nicht so performt und trotzdem kann ich dort weiterfahren. Also habe ich mir überlegt, wie tue ich die Ströme aufbauen, wie die Kunden zu mir kommen. Ein Modell ist für mich impulskmu.ch. Das ist ein eigenes Portal, das ich entwickelt habe, das verschiedene Referenten, verschiedene Fachbeiträge liefern. Und über diese Impuls-KMU-Plattform habe ich letztes Jahr alleine 60 Leads dürfen bekommen, 60 von diesen 100 über Impuls KMU. Ein Kanal, wo ich stark drauf bin, ist Online-Marketing. Online-Marketing ist ja ganz in verschiedenen Ausprägungen. Angefangen von Webseiten, über einen Blog, über Social Media, über Suchmaschinenoptimierung bis zu Google AdWords. Und dort kann ich auch die verschiedenen Instrumente, die jetzt für mich oder für euch, für eure Unternehmung einfach auch relevant sind, könnt ihr dann schauen, welche Kanäle sind für euch die wichtigsten. Und dann kann man diese Sachen aufbauen, also auch über diesen Kanal gewinne ich eigentlich pro Jahr rund 15 bis 20 Leads. Dann sind wir schon auf diesen 80. Ein wichtiger Teil für mich ist halt, weil ich auch im Dienstleistungssektor unterwegs bin, im B2B-Marketing, wo halt ein ganz wichtiger Punkt das sogenannte Networking ist. Networking, damit meine ich nicht, bitte, geht nicht einfach ein Küppli trinken, geht alle Anlässe, die ihr nur so findet, von A bis Z, vom Kasperli-Theater bis zur Walzeraufführung, sondern dort meine ich damit wirklich zu überlegen, wo genau halten sich meine Zielgruppe auf, wo genau der potenzielle Auftraggeber und wie kann ich mich mit denen vernetzen. Und dort tut bitte die Besucher treffen, geht an die Anlässe und so weiter, dass ihr dort eigentlich die Leute lernen kennen, euch könnt vorstellen, könnt euch vorbereiten, wieder könnt vorstellen und bitte habt nicht das Ziel, dass ihr pro Abend 50 neue Visitenkärtchen heimbringt. Viel lieber 3 bis 5 sehr gute Kontakte. Weniger ist mehr, aber einfach ein Kunde um einen anderen dazu gewinnen. Wo ich auch noch engagiert bin, ist in einem Business-Netzwerk, das heisst BNI. Auch darüber sammle ich rund 25 Empfehlungen sammeln pro Jahr, die für mich auch wieder Leute sind, die ich so weiter bearbeiten kann. Letztes Jahr habe ich mich darauf konzentriert, diese Kanäle aufzubauen und jetzt dieses Jahr tue ich mich konzentrieren, diese Kanäle auszubauen. Also die eigentliche Performance sollte jetzt irgendwie besser werden, dass wir dort können die 20 Kunden holen. Das war es heute zum Thema Neukundengewinnung. Ich habe vorgestellt, die Zeitfallen. Schaut dort, dass ihr Marketingaktivitäten habt, die laufend
etwas daraus entsteht. Nicht, dass ihr auf eure produktive Zeit angewiesen seid, weil dort schlägt der Kopf an, gehört ihr da auch runter. Wir haben die Akquise-Treppenlehre kennen. Tut euch überlegen, wie die entsprechenden Schritte sind, dass ihr eure potenzielle Zielgruppe zu wiederholenden Kunden machen könnt. Und das Letzte, was wir angeschaut haben, was mir sehr ein gutes Modell dünkt, ist der Verkaufstrichter. Tut mal zurück überlegen, wie viele neue Kunden wollt ihr gewinnen überhaupt? Was bedeutet das auf Anzahl Offerten? Ist die Quote gut genug? Wie viele Gespräche braucht ihr dazu? Und wie viele Leads? Und näher können wir überlegen, wie viele Kanäle oder welche Kanäle ihr müsst aufbauen müsst. Das war es zum Thema Neukundengewinnung. Mein Name ist Markus Pinkeli von Netzpuls AG. Wir bringen KMUs vorwärts und sind Spezialisten für Marketing und Strategie. Wenn euch das Video gefallen hat und es euch auch etwas nützt, drückt doch hier unten abonnieren drücken und verfolgt meinen YouTube-Kanal. Ich würde noch sehr gerne weiterempfehlen. Merci vielmals.